Was geht ab? Willkommen bei einem neuen Video. Und zwar, Leute, wir waren jetzt ein paar Tage nicht online, haben ein paar Tage kein Video online gestellt. Mein Bruder ist auch nicht zu Hause gerade. Leute, das Ding ist einfach gewesen, warum kein Video online kam. Mein Bruder hat gerade Abschlussprüfung, Ausbildung, hier und da jetzt Dienstag, Mittwoch sind seine Prüfung. Deswegen wurde es nichts und wir haben nichts gebacken bekommen. Ich nehme euch jetzt zwei Tage mit, Leute. Freitag heute und Samstag morgen. Das sind zwei Tage, die ich mitnehme. Ist auf jeden Fall mal was ganz anderes. Ich nehme euch mal mit, mein Bruder Getran, den kennt ihr alle, den geilen Spieler. Habe ich schon öfters mal gepostet. Ich werde mit ihm zwei Tage auf Hochzeit unterwegs sein, Leute. Und ich werde euch einfach mal sagen, wie es hinter den Kulissen ist bei einem Musiker. Bin ich durcheinander gekommen. Bei einem Musiker. Das wird ein Zwei-Tage-Video. Und ich würde mal sagen, viel Spaß an alle, die sagen, Rami, warum kommen keine Videos mehr? Leute, ich muss lernen für meine Abschlussprüfung. Ich habe die in drei Tagen, muss ich die schreiben. Drei Jahre Ausbildungszeit muss ich halt in drei Tagen schreiben. Deswegen kommen keine Videos, weil ich die ganze Zeit am Lernen bin. Habt Verständnis. Wir sehen uns und viel Spaß mit dem Vlog. Daumen nach oben, abonnieren, Glocke aktiv. Pa, pa, pa. So Leute, was geht ab? Ich bin jetzt hier gerade im Blumenthal. Gibt es daheim gerade am Tanken. Ich bin gerade mit Ledger hier. Wir gehen jetzt kurz zu Edeka. Ich will jetzt gleich jemand, wenn wir in die Halle ankommen, von Koma Bra Hikmet hat heute Geburtstag und natürlich, ich bin ja nicht ich, wenn ich es nicht mache. Ich kaufe jetzt eine schöne Torte und Kuchen, oder? Ja. Ich kaufe einen Kuchen und überrasche ihn damit gleich in der Halle. Also wir sehen uns gleich, Leute. Haut rein. Leute, da seht ihr, mein Wort eingehalten, ne? So, jetzt gehen wir auf jeden Fall zum Auto. Wo sind die denn? Ach da, ja, auf jeden Fall, Leute. Wir haben es gekauft und dann jetzt gucken wir mal, wie wir ihn überraschen. Ich hoffe, er wird sich freuen. Also, was geht ab, Leute? Ozan Getran hier. Wir fahren jetzt zur Hochzeit nach Aurich, Großfehn, glaube ich, ne? Ja. Mit Sami und Nejo und Silo. Ja, Khamgi, sag mal was dazu, ne? Genau, Leute. Also, ihr habt ja vorhin schon gesehen bei mir zu Hause. Und Rami hat auch noch was gesagt. Ich bin heute unterwegs mit meinem Bruder Getran. Heute und morgen. Ich nehme euch zwei Tage mit auf einen chilligen, schönen Hochzeitsvlog. Es wird aber kein natürlicher Hochzeitsvlog. Es wird einfach mal so ein Vlog sein. Hinter den Kulissen, so wie es aussieht. Bei meinem Bruder Getran ist er der Kammerspieler. Genau, so wird es aussehen immer. So sieht es immer aus, wenn wir unterwegs sind. Auf eine chillige Basis. Musik, Gespräche, Lachen. So wie bei den meisten Leuten, wenn die auf Hochzeit fahren und Sänger sind. Genau. Immer schön Cola dabei. Ey, wa. Sing mal was. Der Halbke, den er ist er. Wenn Abend habe, dann geht der Überwarte. Ketchup nahe, dar nahe. Ketchup buka, chalkae. Gott, ketchup, brave, ne, bave, ne, bete, chaltae. Kera, 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 kera. Wacham, gino, wacetrano. Kennt ihr Leute, wenn ich vorher anfange zu singen? Lolo, agau. Ah, geil, Alter! Wir müssen gleich ankommen. Wie lange noch geht das ungefähr? 15 Minuten, 20 Minuten. Genau. So Leute, ihr seht schon hinter den Kulissen, ich bin gerade im Saal angekommen, wir sind gerade alle angekommen und Getran ist schon da am Aufbauen, ne?
Nejo ist auch da am Start. Zoro Production ist auch am Start, ne, ihr wisst Bescheid, Leute. Ja, auch gut, Kamerateam. Koma Bra auch am Start. Was geht ab? Ach, nix, am Arbeiten. Genau, muss man erstmal aufbauen, ne? Silo, auch da. Geht alles auch da, Leute. Ihr wisst Bescheid. Auf jeden Fall, später, wenn ein bisschen mehr Action ist, dann werde ich euch ein bisschen draufhalten und Eva! So, Leute, geht das hier gerade alles anschließen, ne? Ja. Genau. Schon eigentlich gut, vieles angeschlossen schon, ne? Was ist? Wo ich schon vieles angeschlossen habe, ich schon fast fertig. Fast fertig, ja. Fast fertig, genau. Da, kleine Kontrolle noch, alles durchchecken hier, bevor die meisten Leute herkommen, bevor es losgeht. Ja, Mann. Wir machen gerade hier Soundcheck, Leute. Danach ist Kind dran. Dann sehen wir uns gleich, ne? Soundcheck, ne? Bis gleich. Leute, damit ihr wisst, ne, das ist nicht nur einfach direkt spielen und singen, man muss mal ein paar Sachen vorbereiten, die Geige einstellen, dann das Mischpult einstellen, Soundqualität nachgucken. Genau, erst ab 100% geht es 100% nicht los. Was geht, einen wunderschönen guten Tag und einen guten Morgen an euch. Ich bin jetzt gerade hier in Bremen, hinter mir ist Kino, Bremen Hauptbahnhof und die Jungs sind da, gerade abgeholt. Jetzt geht's auf den zweiten Tag zur Hochzeit und Silo ist auch am Sitzen. Ne, Geto? Heute wird gerockt, oder? Auf jeden Fall. Heute wird richtig gerockt, nice, auch da. Sala. Yes, let's go, würde ich sagen und wir sehen uns später auf der Autobahn. Ey. مصطفى معروف مصطفى المعمود بسم الله الرحمن الرحيم عليها وقت دار الزوايا صار هذا في الصفا طيب انا سيت في حكمه لايت دار الزوايا اه حبيبي انت بقى حكي ان جاروا دار الزوايا مريم Auf jeden Fall, Leute, ganz kurze Info, das ist Hückmann, der Sänger von Kuba. Er hat Geburtstag, er hat noch zusätzlich gestern noch ein Kind bekommen. Das war mein kleines Geschenk an ihn, ich wollte ein bisschen was Gutes mal schopfen. Gerne, gerne, Spaß, danke schön. Vielen Dank.
Salo und Getra natürlich. Vielen Dank für das tolle Geschenk. Ich habe mich sehr gefreut. Jo Leute, herzlich willkommen bei einem neuen Video von Remy K. Hey, ja, wir sind gerade auf Hochzeit in Großfehn. Genau. Nee, Aurich ist das, ne? Aurich, genau. Aus Friesland, ne? Ja, genau. Wir sind mit Kummer Bitter hier. Schöne Hochzeit, Rampenvollroller, ne? Mit Sami, der Bitter. Und ja, sag mal was dazu. Wie findest du die Hochzeit? Wie findest du das so hinter den Kulissen, sag ich mal, mit. Leute, auf jeden Fall eins muss ich sagen, ne? Ich habe ja gesagt, ich werde euch mitnehmen und euch zeigen, wie das hinter den Kulissen ist. Ihr seht auch gerade, mein Bruder, er hält auch gerade die Kamera. Ihr seht, wie cool er drauf ist, Leute. Das ist nicht einfach nur ein Sänger, der auf Hochzeit geht und sein Ding durchzieht, sondern der versucht auf jeden einzugehen. Und deswegen, ich beziehe ihn so ein bisschen auf, ich nehme ihn mitten auf meinen YouTube-Kanal. Und Leute, das ist nicht nur eine musikalische Freundschaft, sondern eine Bruder-Freundschaft. Also Bruder. Gönnt. Und gönnt, ne? Gönnt. Leute, auf jeden Fall. Ja, mein Instagram. Wo? Ich mach Werbung für mich, los. Wo denn? Mach mal irgendwo hier so, ne? Da. HWD. Ozan unterstrich geht ran. Genau. Leute, ihr wisst Bescheid. Check es ab. Und in dem Sinne, gleich kommt die zweite Runde von meinem Bruder. Jo. Dann gehe ich richtig nach unten und nehme ihn richtig auf. Und der hat eine Überraschung für euch später unten. So Leute, was geht ab? Einen wunderschönen guten Morgen. Und zwar Leute,
Wie ihr schon gesehen habt, das Ende war von meinem Bruder Getran. Habt ihr gesehen, wie er gespielt hat? Und da war einfach ein Cut, weil ich hatte einfach keinen Akku mehr, meine Batterie war leer. Ihr seht auch gerade, ich bin im Garten. Leute, auf jeden Fall, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst einen fetten Daumen nach oben. Schreibt mal bitte in die Kommentare, ob ihr mehr solche Videos sehen wollt. Auf jeden Fall, Leute, schreibt mal in die Kommentare bitte, ob euch das Video gefallen hat. Und wenn ihr mehr solche Videos sehen wollt, dann lasst einen fetten Daumen da. Und wirklich, schreibt mal in die Kommentare, weil dann mache ich sowas öfters mit meinem Bruder oder vielleicht auch mit anderen Sängern. Ihr könnt auch gerne reinschreiben, mit welchen Sängern ich das machen könnte. Und dann kann man gucken, ob das funktioniert. Und wie gesagt, Leute, es kommt ab nächste Woche, kommen richtige Videos wieder. Mein Bruder ist dann wieder da. Wenn die Prüfung natürlich gut läuft und alles funktioniert, ist der Mittwoch durch und dann haben wir wieder Zeit, um Videos zu drehen. Also in dem Sinne, ich wünsche euch alle eine wunderschöne Woche. Ich küsse eure Augen. Lasst, wie gesagt, einen fetten Daumen da. Schreibt bitte in die Kommentare, ob ihr mehr solche Videos sehen wollt mit meinem Bruder oder vielleicht mit anderen. Und in dem Sinne, ciao Bella. Und folgt mir alle auf Instagram, SammyK95.